Aber es gibt Dinge, die kann man nicht lernen. Die hat man oder man hat sie nicht. Man kann segeln lernen. Man kann auch siegen lernen. Aber man kann nicht lernen, ein Typ zu sein. Einer, der heraussticht. Der an Land wie ein Formel-1-Champion mit Shampoos empfangen wird. Ja, das ist hier mein Mitbewohner, Michi Zittler. Okay. Aber der hatte den, glaube ich, denselben Sekt oder einen anderen letztes Jahr schon vorbereitet, aber da hat halt nicht funktioniert und jetzt hat er dann dieses Jahr ausgepackt. Als Philipp Buhl heute um 13.05 Uhr zum ersten Mal die Kieler Woche gewonnen hat, schrieb er sich auch in die Annalen ein. Hier zu gewinnen ist für jeden Segler ein Kindheitstraum. Das gilt selbst für den Bayern Philipp Buhl. Ja, ich meine, wenn Simon, so wie der gesegelt ist, hat sie ja nur einen Ausrutscher geleistet in der ersten Wettfahrt. Der ist eine Serie runtergerissen, ich habe die gleiche gehabt letztendlich, aber es ist einfach so ein heißer Kampf gewesen. Ja? Und dann war er ja vor mir, na gut, aber irgendwie habe ich es dann geschafft vorbeizufahren. Also schon ein guter Traum, ja. Einen Typen wie ihn braucht jede Sportart. Mit ihm gewinnt der Segelsport, denn er ist von Geburt an charismatisch.